Ja, was für ein Autoleben. Der Opa von unseren Kandidaten heute war ein entscheidender Akteur im Muscle Car War in den USA. Und zwar wurde der von 1969 bis 1974 gebaut. Das war damals der Dodge Challenger. Der hat damals alles in Grund und Boden geburnt und gefahren. Ja, wir haben heute den Enkel dabei in der Basisausstattung. Was der so leisten kann, schauen wir uns an. Ich bin der Kai vom Autohaus Kramm, eure Adresse für amerikanische Autos in Berlin. Seid gespannt. Und dann kam der Sohn vom Opa, ne? Also sozusagen der Nachfolger. Der wurde von 1978 bis 83 angeboten und der war schon ganz witzig, weil das war nämlich ein Mitsubishi Sapporo, der einfach umgelabelt wurde von Chrysler. So eine Story kannst du dir echt nicht ausdenken. Also nach einem uramerikanischen Eisenklotz mit Dampf, ein japanisch filigranes Auto. Das ist wie eine Story aus Denver oder Dallas, echt. Ja, und dann war von 83 bis 2008 einfach mal Sendepause. Es wurde kein Challenger gebaut. Und dann wurde aus dem amerikanischen Japaner ein Halbschwabe. Weil die Basis hiervon ist ja die Chrysler-Daimler-Plattform. Seit 2008, wie gesagt, gibt es wieder einen Challenger. Der hat sich sehr erfolgreich verkauft, weil das Auto wurde vom Anfang an richtig gut angenommen. Und 2008 sind bis jetzt, muss ich mal rechnen, 10, 12, 14, fast 15 Jahre wird er gebaut. Scheint also wirklich erfolgreich zu sein. Schauen wir mal unter die Haube, weil wir haben jetzt hier die Basisausstattung, wenn man so will. Das klingt immer so schlimm. Passt überhaupt nicht zu dem Auto. Muss es immer ein V8 im Challenger sein? Jein. Wenn du natürlich ein Ultra-Hemi-Fan bist, wirst du mit diesem Motor nicht glücklich werden. Bist du ein Ultra-Challenger-Fan und sagst, okay, ich mache mir jetzt selber das Auto so, wie ich es haben will und mir reichen auch 6 Zylinder, bist du mit dem sehr gut aufgehoben. Weil der Pentastar ist ja auch im Chrysler verbaut, zum Beispiel im Pacifica, und da macht er auch einen super Job. So, und der V6 hier mit seinen 3,6 Litern ist kein schwacher Bursche. Also mit seinen 309 PS tritt er schon gut an, Drehmoment ist auch ausreichend vorhanden. Und natürlich dahinter sitzt ein Getriebe, was auch sehr gut funktioniert, weil er hat nämlich die ZF-8-Gang-Automatik, wie eigentlich in allen Modellen immer verbaut wurden. Das ist jetzt ein Hecktriebler, Allrad haben wir in diesem Fall nicht, weil die gab es auch mal. Jetzt sitzen wir hier im Dodge Challenger und es bleibt dabei. Was mir immer richtig gut gefällt an den Autos ist, dass man auch mit so einer Unfigur wie meiner, also ein bisschen mehr, in diesem Sportwagen sehr bequem sitzt. Wirklich, sitze ultra bequem, Lenkrad liegt gut in der Hand, der Blick ist nach vorne gerichtet. Was müssen wir jetzt noch machen? Ach so, fahren, ja, das machen wir jetzt mal. Ui, V6, kann was. Los geht's. Also wir sind jetzt hier mit dem V6 Pentastar ja am unteren Ende der Nahrungskette mit 309 PS. Das oberste Ende war ja damals der Demon mit 851 PS. Ich sage damals, weil er wird ja nicht mehr produziert. Und dann gab es ja da drunter, den haben wir übrigens schon getestet, sehr geil, den Red Eye mit 808 PS. Völlig krankes Auto, natürlich Kompressor aufgeladen. Ja, ansonsten gibt es natürlich die V8 Modelle, die 5,7 und die 6,4 Liter Modelle. Bei den Zahlen wird er natürlich schwindelig und denkt man, dass man mit seinen 309 PS hier im Pentastar untermotorisiert ist. Aber nein. Das geht auch schon voran und wer jetzt nicht die Endstufe will in der PS-Zahl, der ist mit dem Auto ganz gut aufgehoben. Zumal auch ein V6 kann geil klingen, wie wir gerade gehört haben. Zumal wir ja hier schon ein bisschen an dem Auto rumgetrickst haben. Das heißt, wir haben Tuning Stufe 1 schon mal umgesetzt. Und zwar haben wir eine Klappenauspuffanlage verbaut, die das Auto wirklich definitiv voranbringt. Womit wir beim Thema wären, wofür dieses Auto eigentlich super geeignet ist. Ich finde, das ist eine ehrliche Basis, um sein Schraubertalent auszuleben, wenn man will. Das heißt, du kannst hier drin eigentlich mit den Felgen anfangen, weil die sind vom Werk aus, nennen wir sie mal funktionell, die haben Luft nach oben. Du kannst eins von den diversen
Breitbau-Kits verbauen, die es für dieses Auto gibt. Also Tuning-Möglichkeiten ohne Ende, weil, wenn man so will, ist ja der Challenger der 3er BMW der Amis. Sorry, ich weiß. War nur ein Vergleich. Auf jeden Fall kannst du dieses Auto extrem individualisieren. Du hast wirklich 1000 Möglichkeiten, diesem Auto stylisch, akustisch und leistungsmäßig richtig Leben einzuhauchen. Oder fährst du einfach so, wie er ist? Weil geht auch gut. Leistungsmäßig, der Pentastar ist ein solider Bursche. Also man könnte mit Software anfangen, andere Nockenwelle. Wem das nicht reicht, macht eine Pustetüte davor oder einen Kompressor oben drauf. Da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten, um das Auto nochmal zu individualisieren. Aber was mir ganz wichtig ist, ich finde den schon cool, so wie er ist. Also auch im V6, im Challenger, das passt. Zumal du wirklich ein Auto kriegst, wie wir am Anfang gesagt haben, für echt günstig Geld. Das ist der Einstieg in die Challenger-Welt. Ich will jetzt hier keinen Druck aufbauen, ne? Aber Dodge hat angekündigt oder auch schon vorgestellt, einen rein elektrischen Challenger. Das ist irgendwie so eine Ansage, wo die Reise hingeht. Also, wer sowas sich noch in die Garage stellen will, jetzt wäre eine Gelegenheit. Wenn man sich hier so umschaut, das Auto ist ja auch wirklich in Würde gealtert. Wird seit 2006 gebaut, das sieht man ein bisschen. Aber Verarbeitungsqualität inzwischen echt top. Also, das möchte auch sein, nach so langer Zeit. Zumal die Basis hier unten drunter ja immer noch Mercedes-Benz E-Klasse ist. Hier kommen viele gute Sachen zusammen und das soll man auch mal honorieren. Cooles Auto. Ihr seht schon, es macht auf jeden Fall Sinn, sich so ein Auto noch zuzulegen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, ruft an, schickt eine Mail, schaut vorbei. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autohauses Kramm, die Familie Kramm, ich, wir freuen uns auf euch. Denkt dran, immer schön sportlich amerikanisch bleiben. Ciao, euer Kai.